Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie die Daten von virtuellen Maschinen des Hypervisors XCP and XenCloud Platform NextGen von einem gespiegelten RAID 1 wiederherstellen. XCP-Eng ist eine Linux-Distribution, die den X-Hypervisor fortfiguriert und das Hand-Appropriate behält. XCP-Eng bedeutet XenCloud Platform NextGen. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, eine einfache Möglichkeit zur Bereitstellung einer auf virtuellen Maschinen basierenden Infrastruktur zu bieten, die Xen als Hypervisor und die leitungsstarke Xen-API nutzt, um eine sofort einsatzbereite Lösung bereitzustellen. XCP-Eng ist mit den meisten Servern kompatibel und daher sehr beliebt. Wie bei jedem Hypervisor gibt es eine Reihe von Gründen, warum Sie den Zugriff auf eine virtuelle Maschine verlieren können, entweder durch ein System oder einen Serverausfall. Infolgedessen können Sie ohne Drittanbieter-Software nicht mehr auf die Daten der virtuellen Maschine zugreifen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie die RAID-Dateien einer unzugänglichen virtuellen Maschine mit der Datenrettungssoftware Hetman RAID Recovery wiederherstellen können. Dass es ist um eine vorinstallierte Distribution handelt, ist es am einfachsten, das ISO-Image zu verwenden, das auf der Website des Projekts verfügbar ist. Die Installation von XCP unterscheidet sich nicht wesentlich von der Installation des Hand-Hypervisors. Ein Video, das die Installation von Hand-Hypervisor detailliert beschreibt, befindet sich bereits auf unserem Kanal. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung hinterlassen. Der einzige Unterschied im Installationsprozess ist, dass ich das System auf einem gespiegelten RAID installieren werde. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Festplatten angeben und ein Array daraus erstellen. Was den Prozess der Erstellung virtueller Maschine betrifft, so unterscheidet er nicht ebenfalls nicht von Xen Hypervisor. Das XCP Center wird zur Verwaltung der virtuellen Maschine verwendet. Die Schnittstelle ist die gleiche wie die von X-Center. Weitere Informationen zur Erstellung einer virtuellen Maschine finden Sie im Video zum Xen Hypervisor. Da das Verfahren identisch ist, werde ich nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ich werde einfach mit dem Wiederherstellungsprozess weitermachen. Ich habe zwei virtuelle Maschinen auf diesem Hypervisor konfiguriert, die erste mit Windows 10 und die zweite mit Linux Ubuntu. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Informationen von jedem dieser Geräte abrufen können. Wenn beim Hochfahren einer virtuellen Maschine nichts passiert, ein Fehler auftritt, der nicht behoben werden kann oder ein Hardware- oder Systemfehler auf dem Server vorliegt, kann die virtuelle Maschine nicht gestartet werden. Verwenden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery. Sie unterstützt die Datenwiederherstellung von allen gängigen RAID- und virtuellen Festplattentypen von verschiedenen Hypervisoren, einschließlich XCP. XCP-Eng verwendet standardmäßig RWM-Speicher für virtuelle Maschinen auf lokalen Speicher. Diese Speicheroption hat viele Vorteile gegenüber WHD-Dateien, aber manchmal müssen Sie einen dateibasierten Speichermodus, ähnlich wie bei VMware ASX, verwendet, um Shared Storage zu erstellen, was eine Reihe von Schwierigkeiten verursachen kann. Und da dieses System in meinem Fall auf einem gespiegelten RAID aufgebaut ist, wird der Wiederherstellungsprozess noch schwieriger. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, müssen wir die Laufwerke aus dem Server entfernen und an die Hauptplatine eines Windows-PKs anschließen. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügende SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, um die Laufwerke anzuschließen, verwenden Sie verschiedene Adapter und Erweiterungen, wie Sie auf dem Bildschirm sehen können. Wenn Sie die physischen Laufwerke verbinden, aus denen das RAID-Array besteht, in dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert wurden, zeigt Hetman RAID Recovery sofort die Festplatten der virtuellen Maschinen mit der entsprechenden Größe an. Wenn Sie eine große Anzahl von virtuellen Maschinen auf Ihrem Hypervisor gespeichert haben und Schwierigkeiten haben, die richtige Maschine zu finden, gibt es einige Befehle, die Ihnen helfen können. Dies kann geschehen, solange der Server in Betrieb ist. Um zu sehen, welche virtuellen Festplatten zu einer bestimmten virtuellen Maschine gehören, müssen Sie
Suchbefehle auf dem Server ausführen. Die UID der virtuellen Maschine, UID der Festplatte und UID CR des Repositories. Verbinden Sie sich dazu über SSH mit dem Server und geben Sie den ersten Befehl ein. Das Ergebnis ist die UID der virtuellen Maschine. Hier ist die UID der virtuellen Maschine von Windows 10 und Linux. Sie können nun diese ID verwenden, um die angeschlossenen Festplatten zu sehen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Die UID der virtuellen Maschine wird am Ende angegeben. Dadurch enthalten wir die UID des virtuellen Laufwerks, die verwendet wird, um die UID des CR-Repositories zu finden. Anhand der Repositorykennung können wir nun feststellen, zu welcher virtuellen Maschine ein bestimmter Datenträger gehört und ihn im Programm identifizieren. Wir haben also bereits die Laufwerke von Servern getrennt und an den Windows-Rechner angeschlossen. Wir laden die Software Hetman Raid Recovery herunter, installieren sie und führen sie aus. Das Dienstprogramm hat unser Raid mit den Dateien der virtuellen Maschine erstellt und unten können Sie die Informationen sehen, die es ermitteln konnte. Direkt unter dem Raid Array werden alle Festplatten der virtuellen Maschine angezeigt. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtige Festplatte zu identifizieren, suchen Sie nach der ID. Ich habe nur zwei virtuelle Maschinen. Beginnen wir mit dem Scannen der Festplatte der virtuellen Windows-Maschine. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie als nächstes die R der Analyse aus. Beginnen Sie mit der Schnellsuche. Und wenn Sie die gewünschten Dateien nicht finden, führen Sie die vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zu Hauptmenü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Reanalyse. Hier müssen Sie das Dateisystem auswählen. Wählen Sie NTFS, da es sich um einen Windows-Rechner handelt, und führen Sie die Analyse aus. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk und den Ordner an, in dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich die Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle in der virtuellen Maschine gespeicherten Dateien gefunden und wiederhergestellt. Um das Suchen nach den benötigten Dateien zu erleichtern, verfügt jedes Programm über eine Suche nach Namen. In der Vorschau können Sie auch den Inhalt der Dateien sehen. Sehen wir uns nun an, wie das Programm Dateien von einer virtuellen Linux-Maschine wiederherstellen kann. Öffnen wir für den Anfang die Festplatte, schneller Scan. Wie Sie sehen können, hat das Programm die Dateien gefunden, alle Daten, die sich auf der Festplatte der virtuellen Maschine befanden. Als Ergebnis wurden sogar gelöschte Dateien gefunden. Jetzt müssen sie nur noch wiederhergestellt werden. Hetman Raid Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme, RAID-Typen und die meisten Arten von Hypervisor. Im Falle eines abgestürzten RAID-Systems wird es automatisch wiedergestellt, sodass wichtige Informationen wiederhergestellt werden können.
Wenn eine Festplatte beschädigt ist oder Serverinformationen überschrieben wurden, kann die Software möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie es manuell mit dem RAID-Builder erstellen. Öffnen Sie Builder, wählen Sie manuell erstellen und füllen Sie die Felder mit RAID-Informationen wie Typ, Programmreihenfolge und Größe aus. Fügen Sie die Datenträger hinzu, aus denen er besteht, legen Sie die Reihenfolge mit den Pfeilen fest und füllen Sie die Fallende mit dem leeren Datenträger aus, indem Sie die Plus-Schaltfläche verwenden. Sie können auch den Offset angeben, an dem der Anfang der Platte liegt. In einigen Fällen ist die Software nicht in der Lage, dies automatisch zu ermitteln und Sie müssen es manuell eingeben. Wenn die Einstellungen korrekt sind, befinden sich normalerweise mindestens eine Partition am unteren Ende des RAIDs. Klappen Sie es auf, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen und gelangen zum Festplattenmanager, wo das hinzufügte RAID angezeigt wird. Um es wiederherzustellen, muss man es nur noch analysieren, die Dateien finden, die zurückgegeben werden müssen, sie markieren und sie wiederherstellen, indem man den Zielordner angibt. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.